Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnomer, Hobbits und Englodom, zu einem neuen Let's Test. Ja, wir spielen den PC Building Simulator. Ja, den gab es kostenlos auf Epic Games und da habe ich mir gedacht, schaust du den mal an. Ja, ich weiß auch nicht. Also mit PCs zusammenbauen habe ich bisher wenig Erfahrung. Vielleicht kann ich ja von dem Spiel was lernen. Vielleicht ist ja tatsächlich mal ein bisschen was. Ja, kann man ja auch mal beim Gaming lernen. Das ist ja durchaus möglich. Den Kasten, den ich unterm Tisch stehen habe, den großen Kasten, den habe ich mir fertig gekauft. Den habe ich mir nicht selbst zusammengebaut. Und da habe ich mir einen fertigen gebaut. Das war es mir bisher wert. Hatte ich nicht so Bock, das zusammenzuschrauben und so weiter. Da war ich nicht so ein Fan von bisher. Bin ich auch nicht. Wird wahrscheinlich auch nicht. Wird mich wahrscheinlich auch nie so sehr zu kriegen. Aber ja, vielleicht kann man trotzdem was dazu lernen hier bei diesem PC-Building-Simulator. Ich würde mal sagen. Okay, so baut man ein PC-freies Bauen. Ein neues Spiel. Wir können einen Karrieremodus machen. Schauen Sie erstmal, weil ich wirklich blutiger Anfänger bin, schauen wir uns vielleicht erstmal hier ein Tutorial an. Falls es geht, ja, so baut man erstmal ein Tutorial. Erstmal will ich mal wissen, wie baut man so ein Scheißteil so überhaupt. Wie kriegt man das überhaupt hin? Also, es ist halt. Zeig mir das erstmal. Fangen wir mal damit an. Ich hoffe, es geht nicht zu lange. Ich will es dann auch mal im Netztest noch ein bisschen spielen. Also. Ja, Test-Tutorial, ja genau, das brauche ich. Modus, so baut man einen PC. In diesem Tutorial lernst du die Hauptkomponenten eines PCs kennen und erfährst, wie sie montiert werden. Perfekt für mich. Also wer jetzt hier von den Zuschauern das anguckt und sich schon sehr gut auskennt und schon weiß, wie man einen PC zusammenbaut, der kann... Mal skippen, ich werde einen Timecode einbauen, wenn das Tutorial vorbei ist. Also für die Leute, die es jetzt wirklich nicht juckt, für die das nicht neu ist, die können skippen oder. Und ihr schaut einfach mir zu, wie ich mich blamiere hier. Das ist wie ich es lerne. Hat ja auch einen Mehrwert. Also. Let's go. Schauen wir es uns mal an. Zuerst müssen wir Gehäuse öffnen. Zuerst müssen wir die Seitenwände des Gehäuses entfernen, damit wir die inneren Komponenten installieren können. Ich hoffe, die Musik, es geht in Ordnung und wird mir nicht weggeklemmt. Das wird noch interessant. Gehäuse deinstallieren. Jetzt brauchen wir einen Schraubenzieher. Haben wir hier irgendwo einen Schraubenzieher? Ne, das machen wir mit der Maus. Seitenwand aufschrauben. Das ging schnell. Gedrückt halten, Kameradrehung. Gedrückt halten oder WASD. Okay. Mit der Kamerasteuerung können wir uns das jetzt von allen Seiten angucken. Also die Farbgebung passt ja schon mal zu dem, was ich hier unterm Tisch stehen habe. Das passt. Und mit WASD können wir jetzt hier hoch und runter. Okay, Gehäuse öffnen haben wir. Klicken und gedrückt halten, um die Seitenwand zu entfernen haben wir. Müssen wir die andere auch noch entfernen? Ja, natürlich müssen wir die andere Seite auch noch entfernen. PSU installieren. Großartig. Als nächstes installieren wir die Stromversorgungseinheit PSU, die sämtliche Komponenten mit Strom versorgt. Sie ist hinter einer PSU-Halterung untergebracht, die erst entfernt werden muss, damit die PSU installiert werden kann. Okay, Sekunde, kann ich hier irgendwo... Okay, fürs Tutorial machen wir jetzt noch mit der Musik. Danach schalte ich die mal aus. Ich blende eine eigene Musik ein. Ich finde die ein bisschen nervig. Ich mache am Schnitt dann eine andere. Schnitt besorge ich eine andere Musik. So, das müssen wir wegschrauben. Hier, das sind die Schrauben, die gelöst werden müssen. Zack. 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 Aha. PSU aus dem Inventar nehmen. Ah, okay. Jetzt haben wir ein Teil. Das hier ist die PSU. Wird mir markiert. Okay. Ah, das ist der Lüfter. Oder was?
Das ist doch dieser Ventilator oder was? Moduläre Anschlüsse, Lüfter, ja, hier haben wir eine Lüftersteckdose. Ja, aber ein Lüfter. Installieren wir das Ding. Wollen wir das Ding? Da können wir einfach reinlegen oder was? Ne, rein dort. Klicken, drückt halt um PSU. Ja, okay. Decke drauf. Zuschrauben. 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 Und drin ist es. Die Hauptplatine ist so etwas wie das Herz des PCs, mit dem alle wichtigen Komponenten verbunden sind. Ah ja. Okay. Lass mich raten. Ich meine. Hier kommt die rein. Hier kommt die. Habe ich richtig geraten? Das ist die Platine. Sehen wir. Chipsatz. CMOS. Die ganzen Teile. Muss auch nochmal angucken, woraus das so besteht. Interessant. Kann man noch was dazu lernen? Strom. Hauptplatine benötigen genug Strom für den Betrieb des Computers, dessen Kern sie bilden. Aus diesem Grund gibt es meist mehr als einen Steckbinder zur PSU. Okay, der Sound, die Musik wird mal safe geclaimed. Jetzt, ich höre Gesang, das ist safe. Mist. Das ist. Ja, wenn ich mir, also wenn Gesang im Soundtrack vorkommt, dann kann man sich schon zu 90% sicher sein, dass es geclaimed wird. Ach fuck, vielleicht kann ich es im Schnitt irgendwie rauskriegen. So, aber erstmal hier Schrauben. Schraubenlocker. Das habe ich auf jeden Fall. Schraubenlocker. Ich kenne es von Life is Strange. Das ist immer wenn Soundtracks irgendwie kommen, das ist immer geclaimed. Das ist immer. Ich werde spätestens ab dem Teil, wo es Gesang anfängt, werde ich rausschneiden und was anderes reinfügen. Geht ja bestimmt, da ich zweispurig aufnehme. Müsste das mittlerweile gehen. Klicken und drückt halt, um Kabel anzuschließen. Ah, hier muss ein Kabel ran. PSU anschließen. Zack. Oh, das ist ein ganzer Haufen Kabel. Hier muss ein Kabel ran. Aha, okay. Da verläuft jetzt Kabellage. CPU installieren. Der Hauptprozessor CPU ist sozusagen das Hirn des PCs. Er erledigt Berechnungen auf der Grundlage der Informationen, die von einem Komponenten eingehen, und gibt die Ergebnisse an andere Komponenten weiter. Ich hoffe, die Musik lässt sich entfernen im Schnitt. Prozessor, Kopfplatte, Stifte. Sehr schön. Aha. Da kommt das Ding rein. Und zu kommt das Ding. Die CPU wird sehr heiß und muss durch ein Kühlelement gekühlt werden. Zunächst bringen wir Wärme Leitpaste auf die CPU auf, um die Leitfähigkeit zwischen Prozessor und Kühlelemente zu verbessern. Aha. Paste drauf schmieren in dem PC. Okay, interessant. Wusste ich nicht. Eine kleine Sonnencreme für die CPU, wenn man so will. Ich lerne hier jetzt schon viel dazu. Das ist ja einfach, das ist hier eine Ausbildung zum Computer. Mechaniker oder was auch immer. Jetzt können wir das Kühlelement für den Prozessor installieren. Damit gibt es zwei wesentliche Methoden: Luft- oder Wasserkühlung. Okay. Wir haben hier Luft oder was? Ja, das sieht nach Luft aus. Luftkühler aus dem Inventar nehmen und Luftkühler einbauen. Aha. Okay, der passt jetzt nur in eine Richtung oder? Wie oder was? Und wo muss der jetzt? Okay, müssen wir drehen oder was?
Okay. Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Klicken, gedrückt halten, um Kabel anzuschließen. Ja, haben das noch nicht gemacht. Doch, die Kabel haben wir schon. Ah, okay. Jetzt ist drin. Sehr schön, öfters angeschlossen. Nächste wesentliche Komponente ist der Grafikprozessor, die GPU. GPUs sind häufig selbst kleine Computer mit eigenen Prozessoren und eigenem Speicher zur Berechnung der komplexen Darstellung heutiger Spiele. Ah ja, okay, nehmen wir das Teil. Drei sind da noch da. Grafikprozessor, Dual GPUs, Rückwand, PCI-Verbinder, Lüfter und Wärmeelement. Hat auch nochmal einen Ventilator drin. Ah, da kommt das Teil rein oder was? Und festschrauben, damit es nicht runterklimpert. Speicher installieren. Als nächstes ist Speicher dran. Beziehungsweise das RAM. Random Access Memory. RAM ist ein sehr schneller Speicher, der von der CPU genutzt wird, um die Programme unterzubringen, die auf dem PC ausgeführt werden. RAM liegt in Form von Speicherbänken vor. Viele desselben Typs können kombiniert werden, damit der PC Zugriff auf Speicher hat. Ja. Hier haben wir RAM. Speicherchips, Verbinder, Verriegelung. Sieht nach was zum Stecken aus. Das muss irgendwo da muss wo reingesteckt werden. Ah ja. Aha, okay, jetzt stecken wir hier zwei RAM rein. Festplatte installieren. Letzte Hauptkomponente ist die Festplatte. HDD. Davon hat man schon mal was gehört. Das kenne ich. Das ist das, was ich mal aufräumen muss, wenn mal wieder zu viele Videos auf dem PC sind. Wenn ja, das lästige. Festplatte voll aufräumen. Ein bisschen ein paar Videos löschen, damit wieder neue aufgenommen werden können. Auf der Festplatte sind sämtliche Daten des Betriebssystems und Programme sowie Fotos, Musik und Videos und Livestreams der Benutzer gespeichert. So, rotierende Disk. Aha, okay. Da muss rein. Und da muss sie wieder rein. Zugemacht werden. Ah, hier. Alle die anschließen. Zack. Alle Komponenten des PCs geben Wärme ab. Gehäuselüfter halten die Temperatur niedrig, indem sie heiße Luft aus dem Gehäuse abführen und dabei sehr, sehr laut sind. Hier, der Lüfter. Das kommt von der anderen Seite rein. Schraub, 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 schraub. Und verbinden. Gehäuse schließen. Jetzt müssen wir nur noch alle Abdeckungen wieder anbringen, damit alle die empfindlichen Komponenten geschützt sind. Ah ja, aber erstmal gucken. So sieht es also aus von innen, das Ding. Na, hier fehlen wahrscheinlich noch ein paar Sachen. Hier könnte man noch ein bisschen. Gucken wir noch ein paar extra Sachen hier. Ist ja so ein kleines Regalchen. Passen noch mehrere Sachen rein. Aber so das Grundgerüst, die wichtigsten Sachen. So sieht das also aus. Und wahrscheinlich auch an meinem PC. Zuschauen müssen wir nicht. Okay. Jetzt müssen wir die Kabel einstecken und den PC einschalten. Und dann können wir den PC Gaming, PC Building Simulator hier auf dem Bildschirm hier spielen.
Ah ja, dann muss der Stecker natürlich rein. Der Stecker. Ich weiß nicht, stecke einfach gerade irgendwo rein. Achso, wird mir ja sogar angezeigt. Der Profi am Werk. Okay, hier haben wir noch einen Knopf. Komm ich da einschalten. Ach, Tatsache. Achso, jetzt sind wir zurück im Menü und jetzt spielen wir auf dem. Ist ja krass. Okay, spielen wir auf dem Bildschirm. Dem PC-Building-Simulator. Okay, na dann, ich würde mal sagen, ab ins neue Spiel. Das Tutorial haben wir geschafft. Rein ins Spiel. Starten wir eine Karriere als PC-Bauer. Auf geht's. Oh, Razer haben wir hier. Hier haben wir sogar Marken, berühmte Marken. Ein PC-Building-Simulator. Nö, gerade nicht. Ist sowieso noch gesperrt. Meine Maus ist von Razer. Meine Maus. Daher kenne ich das Symbol. Wollte gerade sagen, das Symbol kommt mir bekannt vor. Das ist auf meiner Maus drauf. Republic of Gamers. 1ZXD. Ja, die gibt es wahrscheinlich wirklich. Also zum Beispiel zum die Razer gibt, kenne ich. Das ist. Ich finde Maus. Was haben wir noch? Mein PC-Marker haben wir da nicht drin. Das ist hier. Sehe ich gerade nicht. Glaube nicht. Kommt mir zumindest unbekannt vor. Jetzt momentan haben wir sowieso erst nur das freigeschaltet, also machen wir den PC. Als Werkstatt machen wir hier den PC Building Simulator. Das sind dann später unsere Werkstattstätte. Boah, das ist ja wundervoll. So, annehmen. Erstmal eine schlichte kleine Werkstatt. Man muss ja langsam anfangen. Am Boden der Tatsachen. Willkommen bei PC Building Simulator. Setz dich zunächst an deinen PC, direkt hinter der Tür. Naja, also schon ein bisschen Entfernung zwischen Tür und PC. Das Fenster ist in der Nähe, da kann man, wenn es so der wütend ist auf dem PC, kann man den rausschmeißen aus dem Fenster. So steht er direkt neben dem Fenster. Setz dich zunächst an den PC, okay, und öffne die E-Mail-Anwendung auf dem Desktop, du hast Post. Oh ja, das ist es hier. Das ist mein Desktop-Hintergrund. Ja, hab den Standard eingestellt. Das ist hier mein, das ist Omen, ist das, glaube ich, Omen ist. Nehme ich durch dann. Nimm dir den, den hast, oder macht ihr das Hintergrund ausbilden, wählen? Das wüsste ich gerne, ob der den Standard näher nimmt, was du gerade hast. Nimmt ihr jetzt hier wirklich meinen? Das wäre geil. Ah, tatsächlich, das sind hier meine Thumbnails. Ach du Schande. Das sind echt meine Bilder. Puh, ja. Viele Thumbnails hier. Müsste ich auch mal wieder durchgehen und löschen. Können wir einen tollen Hintergrund nehmen. Gar nicht in meine, ich will ist es gar nicht durch meine eigene Festplatte gucken. Da sehen wir eventuell Sachen. Naja. Sehr schön. Ein Knallbanner. Ein MP3-Player. Können wir Musik aussuchen.
Auch von unserer Festplatte. Ach, sag nicht. Ich sollte die Mail angucken, aber es ist... Ich bin ja... bin überrascht hier. Das Spiel greift auf mein PC zu. Ah. Schon habe ich ein Virus drauf. Wo sind meine Lieder hier? Mach mal die Musik aus. Kann ich im Schnitt neu einfügen. Sehr schön. Das Programm hinzugefügt. Creepy wäre es, wenn ich das jetzt auf dem PC hätte. Beleuchtung. So, eine neue Mail. Hallo, ich habe vorhin an einem PC geschraubt und vergessen, welches Netzteil für die Unterstützung des 3080 notwendig ist, den ich gerade gebaut habe. So was können nur von jemandem kommen, der meine neue App Cloud Notes nicht verwendet. Vergisst du auch häufiger mal was, suchst nach Möglichkeiten bei der Arbeit schnell was zu notieren, dann solltest du Cloud Notes ausprobieren. Das ist eine tolle App, in der du Notizen zum Bau des PCs schreiben und die Zeit wieder aufrufen kannst, wenn du es brauchst. Das ist ganz schön praktisch. Die App ist eine von denen, die du unbedingt haben solltest, bereits zum Installieren. Ich hoffe, sie hilft dir, dein Onkel Tim. Ich habe ja auch dazu Zugriff auf einen Prototyp gegeben. Okay. Okay. PC die Betriebsviren beseitigen. PC haben. Okay. PC wohin stellen? PC hier hinstellen. Okay. Ja. Kopfhörer. Das Stufe 5 erreichen. Ah ja, okay. Ein anderes Hintergrundbild. Mach mal lieber das. Sogar die Uhrzeit stimmt. So. PC anschließen. Bei diesem Auftrag wirst du einen Virenscan durchführen. Drücke 3 oder betätige die Kabelschaltfläche und schließe Monitor, Tastatur, Maus und Netzwerkkabel auf die Rückseite des PCs an. Okay, Kabel. Ist es denn so sinnvoll, den das Netz anzuschließen, wenn da Viren drauf sind? Ich kenne mich da nicht aus, aber... Das
So, Kabel muss hin. Kabel muss hin. Kabel muss hin. Das Kabel muss hin. USB-Stick einstecken. Fertig. Jetzt musst du hinten am PC einen USB-Stick anschließen, damit du den Virenscanner installieren kannst. Drücke 1 oder bestätige installieren. Schaltfläche, um mal dein Inventar zu wechseln und den USB-Stick auszuwählen. Der Stick wird im entsprechenden USB-Steckplatz auf der Rückseite des Computers eingesteckt. Stick, 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 Stick. Haben nicht aufgepasst. Wir haben nur USB-Stick. Ah, da muss er hin. PC einschalten. Drück jetzt P-Taste unter den Strom. Schalte dich, um den PC einzuschalten. Klick auf den Monitor, um das Betriebssystem des Rechners zu greifen. Knapp. Virenscanner installieren. Willkommen bei Omega OS. Ein ganz besonderes Betriebssystem. Klick auf Programm hinzufügen. Entfernen, um den Virenscanner zu installieren. Und vergiss nicht, die PC neu zu starten, nachdem die Installation abgeschlossen ist. Virenscanner. Der Computer muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Jetzt neu starten. Ich habe lange kein PC mehr mit so einem Start-Sound gehört. Kritische Bereiche scannen, Schaltfläche unten drücken. Jo, Scan durchführen. Das kenne ich. Achtung, Dateien gefunden. Dateiscan abgeschlossen. Verstrichene Zeit 003. 3 Sekunden. Oh, das ist schnell. Infizierte Dateien 408. Oh, shit. Und fertig. Oha, okay. Ist alle Viren beseitigt und der PC kann an den Kunden zurückgegeben werden. Nimm den PC per Rechtsklick, müsst ihr Maus auf und legen im Lieferbereich ab. Ja. Ausschalten. Vielleicht mal nochmal das Hintergrundbild ändern. BIOS zu lang, okay, will ich gar nicht. Das Hintergrundbild. Was ich hier mache auf dem Bildschirm des Kunden. Dafür würde man in jeder Form gefunden, gefeuert werden. Da komme ich doch nicht zurecht mit BIOS. Was soll ich da? Schön Spuren hinterlassen, damit ich verklagt werden kann. Nicht runterfahren. Lieferbereich platzieren. Muss man da erstmal Kabel abmachen.
Ja, was? Einfach abgerupt. So, sehr schön. Zahlung entgegennehmen. Großartig. Jetzt musst du nur noch den Lohn einstreichen. Geh zu dem E-Mail und bestätige Schaltfläche kassieren. Schon wieder nicht aufgepasst. Wo kassiere ich? E-Mail ist es doch, oder? Bin unaufmerksam. Oha, ich kann die Sachen kaufen. Ich habe auch noch kein Geld. Virus-Scan. Ach, kassieren. Oh, 100 habe ich bekommen. Damit habe ich 85 plus. Deinen ersten Auftrag hast du abgeschlossen. Gut gemacht. Komm morgen wieder und zieh nach. Weitere Aufträge warten. Ja. Sehr schön. Hier schlafen. Was haben wir hier Tolles? Ich habe noch nichts. Fern machen. Hier kannst du den Tag beenden und zum nächsten vorrücken. Derzeit hast du keine offenen Aufträge, aber in der Regel lohnt es sich nachzuschauen, ob du Teile bestellt hast, die du morgen brauchst, bevor du nach Hause gehst. Okay. Betriebskosten zahlen, Miete zahlen. Oha. Müssen wir Geld verdienen, damit wir das hier auf die Reihe kriegen. Na dann. Tag beenden. Okay, ich würde mal sagen, da mich nach oben sozusagen gefallen haben. Ich habe nur 2018. Und wir haben heute, wenn ich das aufnehme, das ist hier. So, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, Spiel speichern, unbedingt. Hier haben wir einen automatisch gesaveten Spielstand. Sehr schön. Na dann. Ich glaube, ich nach oben sich gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und das nächste nicht verpassen wollt, vielleicht mache ich da mal ein Let's Play zu irgendwann mal. Ich kann mir da mal was oder öfters mal im Stream mal irgendwas mal spielen oder mal schauen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten, ja, habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag, haut drinne und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.